Der Erfolg beim VfB Homberg hat einen Namen: Stefan Jansen. Seit der gebürtige Duisburger Trainer in Homberg ist, geht es mit dem VfB steil bergauf. Gleich in seiner ersten Saison führte Jansen seine Mannschaft nach dem bitteren Abstieg in die Landesliga wieder zurück in die Oberliga. Sein zweites Homberger Jahr schloss Jansen mit seiner rund erneuerten Mannschaft auf einem soliden 7. Platz ab. Doch alle guten Dinge sind ja bekanntlich 3. Die Homberger setzten unter Jansen in der Spielzeit 2017-2018 nochmal einen drauf. Bis zum drittletzten Spieltag redeten die Oberliga-Kicker des VfB Homberg ein Wort um den Aufstieg mit. Am Ende einer überragenden Rückrunde mit nur einer einzigen Niederlage stand ein 3. Platz. Ebenso das beste Ergebnis einer Homberger Oberligamannschaft wie die dazugehörige Punktzahl von 63. Nicht nur für Stefan Jansen ist dieses Abschneiden der Gelb-Schwarzen im zweiten Jahr nach dem Aufstieg sensationell. Aber mit dem Erfolg steigen natürlich auch die Erwartungen, die der VfB bislang aber sogar übertrifft. Platz 1 in der Tabelle und das mit deutlichem Vorsprung. Doch Stefan Jansen wäre nicht Stefan Jansen, wenn er nicht bescheiden bleiben würde. Trotz des beachtlichen Erfolgs, der ihm bereits 2016 den Titel Trainer des Jahres in Duisburg eingebracht hat. 2018 winkt ihm nun der zweite Titel. Stefan Jansen, ein akribischer Arbeiter, bodenständig und bescheiden. Seine Leistung ist immer auch eine Teamleistung. Sieht so aus, als wenn der Trainer der Einzige ist, der hier arbeitet, ne? Stimmt aber nicht.